Ja, meine Lieben, und damit herzlich willkommen bei einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Ein neues Video, bei dem es mit dem E46-Kackfass weitergeht. Ach, Leute, heute ist was richtig, richtig Schönes gekommen. Ihr seht, vorne der Stoßfänger ist abgebaut. Ich habe viel hin und her überlegt, habe überlegt, ob wir den Stoßfänger original lassen. Dann, ja, nach Impaket Stoßfängern geguckt. Die sind richtig, richtig teuer immer noch gebraucht. Und dann sind die übelst im Arsch. Also ich kann verstehen, warum die Leute Nachbauten kaufen. Und mit Nachbauten durch die Kante fahren. Weil sehen tut man es nicht. Von der Passung her, das erkläre ich euch auch gleich, warum das ist. Jedenfalls, ja, ist ein Paket gekommen. Ich habe es aber schon zu Hause ausgepackt, um das Altpapier loszuwerden. Und ich zeige euch jetzt mal ganz schnell, was es ist. Ihr könnt es euch schon denken. Und zwar haben wir unser erstes, ja, ich würde es mal nennen, Tuning-Teil für den E46. Und zwar ist das ein M3-Stil. Frontstoßfänger. Ich erkläre euch gleich, wo der Unterschied ist zwischen M-Paket und also zumindest von dem, was ich gesehen habe, von der Optik her. Und ich habe den natürlich eben schon mal hier drauf gehabt, mal geguckt, ob der passt. Ich würde sagen, für ein Zubehörteil ist es auf jeden Fall okay. Das ist optisch auf jeden Fall ein gewaltiger Unterschied. Das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr, sehr gut. Natürlich handelt es sich jetzt hier nicht um Originalteil, sondern auch wieder ein Nachbau. Der ist eintragungspflichtig. Sollte aber kein Problem sein, dass wir den eingetragen bekommen. Ich glaube, Materialgutachten und Teilegutachten gibt es dazu. Die, ja, muss ich nochmal anschreiben, haben sie mir leider nicht zugeschickt. Bin ich ein bisschen enttäuscht von. Für den Preis ist es auf jeden Fall okay, würde ich mal behaupten. Da kommt dann noch ein Gitter dazu. Da habe ich erst gedacht, es wird so ein Hasenstalldraht. Aber nein, ist jetzt auch Plaste. Aber schon mal besser als dieser Hasenstalldraht, weil hier schön klipst rein, Feierabend. Ist die Überlegung, lassen wir es schwarz oder ich glaube, wir lassen es schwarz. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt in Wagenfarbe lackieren. Was ist jetzt der Unterschied? Sehen beide gleich aus. Der Unterschied ist, hier oben geht anders wie beim M-Paket, geht er hier raus. Der M-Paket bleibt auf einer Linie und zieht sich einmal durch und der hat halt diese Ausbuchtung. Und ich glaube, gerade das ist halt das, was wirklich noch mal geiler wirkt. Was das Ganze natürlich noch ein bisschen wuchtiger aussehen lässt. Also jetzt auch diese Seitenoptik jetzt hier, ne, von dem Stoßfänger, der so rausguckt, mit dem Kotflügel, das ist schon geil. Heute geht es auf jeden Fall darum, dass wir den lackieren müssen, den Stoßfänger. Ich habe den Stoßfänger jetzt schon mal dran gesetzt, einfach nur um zu wissen, ob der passt. Ja, geht es in die richtige Richtung? Sind die Haltepunkte gegeben? Und solche Sachen. Ja, passt alles. Kriegen wir auf jeden Fall hin mit ein bisschen Schrauben. Dann ist das alles in Ordnung. Genau, ich habe mir den Stoßfänger eben nochmal angeguckt. Er kommt schon grundiert. Die Grundierung ist, ja, normalerweise würde man jetzt eigentlich auch hingehen und würde jetzt vorm Lackieren sich nicht auf diese Grundierung verlassen. Wir machen es aber dieses Mal und werden sehen, ob es nach hinten losgeht oder ob das in Ordnung ist. Wenn der Stoßfänger schon grundiert kommt und ihr habt eine China-Grundierung drauf oder generell, macht man das als Lackierer eigentlich so, dass man hingeht und nasse Nassfüller draufhaut. Das gibt euch einfach nochmal die Sicherheit, dass ihr eine Grundierung drauf habt, wo das Ganze funktioniert. Hier müssen wir jetzt sowieso ein bisschen mal gucken und da müssen wir aufpassen, weil hier ist jetzt dunkel grundiert und das hier ist alles hellgrau grundiert. Es kann passieren, dass der Stoßfängerfarbton minimal abweichen wird aufgrund der Grundierung. Und nein, es liegt nicht daran, dass es Kunststoff ist. Das ist übelster Quatsch, den euch Fahrzeughersteller erzählen. Das liegt eigentlich in den meisten Fällen daran, dass die Stoßfänger, Plasteteile, meistens in einem anderen Werk lackiert werden als die Karosserie oder woanders lackiert werden als die Karosserie. Und die haben natürlich nicht eins und eins dieselben Farbpigmente. Dadurch kann das mal passieren, wenn es ein bisschen Farbabweichung gibt. Ich habe auf jeden Fall genug gequatscht. Wir nehmen den Stoßfänger jetzt ab, schleifen den. Ich erkläre euch, wie das Ganze funktioniert. Das ist wirklich eine schnelle Kiste. Dadurch, dass wir jetzt die Altgrundierung nutzen, also die jetzt drauf ist, ne, ist das wirklich eine sehr, sehr schnelle Kiste. Und ja, dann hauen wir die Farbe drauf und dann können wir eigentlich morgen den Stoßfänger hoffentlich dran bauen. Wenn alles glatt geht, werden wir hier auch nicht wirklich Finish machen, weil Leute, keiner stellt sich hier vor. Doch, hier hast du aber den Dreckpickel übersehen, Ramin. Das ist, nee, nee,
Auf geht's! Von der Optik geht das auf jeden Fall klar. Also, haut mir mal was in die Kommentare, was so eure Meinung ist. Ich denke, dass das auf jeden Fall sich sehen lässt. So, was wir jetzt machen werden, ist, wir werden jetzt den Stoßfänger anschleifen müssen. Wir nehmen jetzt erstmal hier die Kappe raus für die Öse, für die Abschlippöse. Die machen wir separat und schleifen das Ganze und kontrollieren dabei, ob da irgendwelche Beschädigungen drin sind, weil solche Teile kommen auf jeden Fall immer mit Beschädigungen. Hier unten sind auf jeden Fall ein paar Marken drin. Die werden wir dann gleich mit 500 herausschleifen. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ist das Teil gar nicht so schlecht. Es ist wirklich nicht vergleichbar mit China Mist. Chinesium ist dann doch ein bisschen was anderes. Also man merkt, dass das schon was Hochwertigeres ist beim Schleifen. Also klar ist das nicht vergleichbar mit dem Originalstoßfänger vom BMW, aber hier kommen wir schon nah dran. Das ist schon obere Liga auf jeden Fall. Also für ein Zubehörteil ist die Grundierung wirklich nicht schlecht. So, wenn ihr jetzt hier so kleinere Beschädigungen seht, schleift die wirklich runter. Schleift die schön aus, könnt ihr mit 500er machen. Hier hält sich das wirklich extrem in Grenzen. Also wie gesagt, qualitätstechnisch ist das schon obere Liga von dem, was ich bisher gesehen habe in meinem Leben. Jetzt müssen wir uns überlegen, ich lackiere immer so, wie das am Fahrzeug dran ist. So habe ich es gelernt, machen auch nicht alle. Zum Glück habe ich hier ein paar Kabelbinder rumfliegen. Die zonen wir jetzt schön fest. Zack, ist das Ding eigentlich auch schon fertig zum Lackieren. Eigentlich. Ja, wie ihr seht, haben wir jetzt den Basislack drauf. Der zweite Gang ist auch drauf, also beziehungsweise der Vollgang ist drauf. Jetzt heißt es ablüften lassen. Oh, Alter. Steht natürlich jetzt genau da, wo das reinzieht. Und in dem Blau, das ist schon geil. Ich freue mich schon drauf, wenn das Ding drauf ist. Ja. Also ihr seht, hier hat alles wunderbar geklappt. Wenn ihr Durchliffstellen habt, empfehle ich euch entweder Kunststoffhaftprimer zu benutzen, bevor ihr lackiert, oder das Ganze nochmal abzuisolieren mit 1K. Das funktioniert, das reicht in der Regel eigentlich aus dafür. Jetzt lassen wir das Ganze anziehen. Und dann nebeln wir das Ganze nochmal aus. Hier oben haben wir die Abdeckkappe draufgeklebt für die Abschleppöse hier. Aber der Stoßfänger macht auf jeden Fall was her. Klarlack steht draußen in der Sonne, damit er ein bisschen Wärme kriegt. Weil hier drin ist es doch ein bisschen kälter. Ich hoffe, der Klarlack wird dann genauso schön. Ja, sobald er abgelüftet ist, werden wir dann das Ganze nochmal ausnebeln. Genauso wie in meinen letzten Videos diagonal, weil ihr damit das Auge austrickst. Bei der Farbe kann man eigentlich auch das Außennebeln sein lassen, bin ich ehrlich. Das Blau ist so dunkel, das würde nicht auffallen, wenn das vernünftig lackiert. Ja, an der Stelle würde ich sagen, sehen wir uns morgen und bis gleich. Ja, meine Lieben, und damit bricht auch wieder ein neuer Tag an. Wir haben auch den Stoßfänger schon poliert. Ich wollte euch damit jetzt nicht langweilen. Deswegen habe ich das jetzt mal eben schnell gemacht. Wir müssen den auf jeden Fall nochmal nachpolieren. Das machen wir dann aber, wenn der Stoßfänger am Fahrzeug ist. Jetzt müssen wir hier den Grill einsetzen. Ja, auch die Nebelscheinwerfer einbauen. Und dann können wir das Ding ans Fahrzeug ranhauen. Jetzt ist mir allerdings eine Sache aufgefallen. Das zeige ich euch gleich. Das ist nicht so geil. Passform vom Stoßfänger absolut geil, also der passt 1A. Aber es gibt eine Sache, die wir auf jeden Fall noch machen müssen. Ja, da habe ich jetzt auch den Hersteller vom Stoßfänger angeschrieben, weil ich da gerne ein paar Informationen drüber hätte. Die müssen mir auch noch das Gutachten zukommen lassen. Und ich habe denen halt gesagt, ich hätte gerne noch eine Montageanleitung, weil die ist leider auch nicht mitgeliefert worden. Ich meine, es ist auch selbsterklärend, mehr oder weniger. Aber, und das zeige ich euch gleich, haben wir ein Problem. Das Problem ist, dass wir neue Luftkanäle brauchen für zumindest die Bremsanlage, und es kann sein, dass wir einen neuen Luftkanal für die Lichtmaschine brauchen, weil die M-Paket-Stoßfänger, die sind ähnlich aufgebaut wie dieser. Das Einzige, was der M-Paket-Stoßfänger
nicht hat, ist diese, habe ich euch ja schon mal gesagt, hier dieses Ding, dass das hier so vorne rausläuft. Allerdings ist die Form vom M-Paket eigentlich ja schon sehr identisch. Das heißt, es kann sein, dass uns schon damit geholfen ist, wenn wir die M-Paket-Lüftung, also Luftkanäle für die Bremsanlage haben. Dann müssen wir uns nochmal schlau machen. Aber das ist eine Sache, da müssen wir in einem anderen Video mal drüber quatschen, wenn ich wirklich weiß, was ich da bestellen muss. Weil hier ist dann die Luftansaugung oder muss die Luftdurchzufuhr sein, weil jetzt aktuell sitzt der Lüfter oder halt der Luftkanal sitzt halt genau hier vor. Und ich glaube, auf der Fahrerseite speist auch dieser Luftkanal zusätzlich noch die Lichtmaschine. Da bin ich mir aber nicht 100% sicher. Aber wenn ihr euer Standardfahrzeug, so wie ich jetzt mit dem Standardstoßfänger, umrüstet auf M-Paket-Stoßfänger, müsst ihr auf jeden Fall auch genauso die Kanäle ändern. Also ist jetzt kein großer Akt, ist jetzt auch nichts Schlimmes. Das kostet vielleicht nochmal 50 Euro mehr. Der Stoßfänger selber hat jetzt 150 Euro gekostet, plus Versand nochmal 30 Euro, also sind wir bei 180 Euro. Das ist auf jeden Fall ein fairer Preis. Es ist eine gute Qualität. Ich habe schon Nachbaustoßfänger gehabt, die hatten eine weitaus schlechtere Qualität. Jedenfalls müssen wir jetzt gucken, dass wir das Ganze montieren. Ich muss mich jetzt auch beeilen, weil ich zeige euch das jetzt mal. Draußen schüttet es gerade wie aus Eimern. Ist natürlich perfekt. Ja, da müsste ja so rum raufkommen. Das heißt so, den hätten wir jetzt eigentlich auch mitlackieren können. Wollte ich jetzt aber nicht unbedingt. Jawohl. Aber ihr seht, der geht auch echt smooth drauf. Und da müssen wir dann gucken, dass der Hauptluftkanal für den Kühler dann halt auch wieder passt. Es könnte ein bisschen enger werden, aber auch das sollte kein Problem sein, dass das Fahrzeug da noch genug Luft bekommt, damit es nicht heiß läuft. Wie gesagt, für die Bremsen, das ist eine Sache, da müssen wir auf jeden Fall gucken. Es ist ein sicherheitsrelevantes Ding. Ich würde sagen, das scheppert schon ordentlich von der Optik her. Also ich finde es geil. Ich finde es richtig geil. Jetzt ist das nächste, was wir installieren müssen, die Nebelscheinwerfer. Das Schöne ist bei den Nebelscheinwerfern, auch hier kommt alles soweit fertig zum Montieren. Hier haben wir die Blende. Jetzt müssen wir mal gucken, welche Blende für welche Seite. Ist natürlich auch das geil, das ist nämlich hier eingedruckt, hier L. Und hier habt ihr auf dem Scheinwerfer auch nochmal stehen, wo das Ganze hinkommt. Und wenn mich nicht alles täuscht, wird der von hinten reingesetzt. Verschraubt wird der nicht. Naja, ob das jetzt so gut passt. Und eigentlich müsste dann nur hier... Schmeiß weg, Ramin. Nee. Das sind nicht die für die Nebelscheinwerfer. Ja, so, was jetzt bei mir gefehlt hat, ist hier irgendwas zu befestigen. Ich hatte jetzt zum Glück noch so eine kleine Schraube und eine Achtermutter. Das sollte jetzt auf jeden Fall passen. Also der Stoßfänger. Die Leuchte ist fest. Und jetzt gucken wir mal. Setzen wir mal. Na, irgendwas ist falsch hier. Er müsste nämlich eigentlich auch einrasten. Ja, meine Lieben, ihr seht, die Nebler sind drinne. Das ist ganz komisch. Also ich vertraue dem Ganzen nicht so. Die rasten nicht richtig ein. Aber sind aber trotzdem fest. Hey, gut, die Spaltmaße. Ne? Damit bin ich so gar nicht zufrieden. Aber es ist Zubehör, ne? Das darf man nicht vergessen. Und ich finde, so alles in allem ist die Optik wirklich gelungen. Also es ist schon geil. Definitiv. So, ich fahre jetzt das Auto rein und dann schmeißen wir den Stoßfänger mal ins Auto ran. Das wird nämlich jetzt auch nochmal eine kleine Herausforderung. Aber nichts ist unmöglich. Toyota. Und dann gucken wir uns das Ganze gleich mal an, wenn das Ding am Fahrzeug hängt. Ja, meine Lieben, ihr seht, der Stoßfänger ist endlich montiert. Und ich finde, das sieht einfach brachial aus. Also ich finde, das kommt richtig, richtig gut. Ich meine, ihr habt es eben gerade gesehen. Lasst mir mal eure Meinung in den Kommentaren, was ihr davon haltet und wie ihr das Ganze findet mit dem neuen Stoßfänger. Und noch etwas, der Thomas war gerade hier. Und zwar hat der liebe Thomas gerade den anderen Kotflügel vorbeigebracht.
Da werden wir uns in nächster Zeit auch drum kümmern. Und ja, man sieht, langsam neigt sich das Projekt einem Ende. Es bleibt auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Wir müssen, wie gesagt, noch die Luftkanäle gucken, dass wir die Luftkanäle anpassen. Es gibt da so allgemeine Luftkanäle. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen oder halt von N. Wir müssen den Kotflügel auf jeden Fall noch ein bisschen, ja, nicht anpassen. Das werden wir mit liebevoller Gewalt machen müssen. Weil durch diesen Einschnitt jetzt passt das mit der Radhausschale nicht mehr so ganz. Das Problem hatten wir drüben auch schon. Aber das bekommen wir hin. Ja, ich bin zufrieden. Es geht in die richtige Richtung. Und an der Stelle wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos, wenn es mit diesem schönen, also ich würde wirklich sagen, es ist ein schönes Projekt. Es macht unglaublich viel Spaß, auch wenn ich zwischendurch immer wieder abkotze, weil es nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Genau. Wir machen beim nächsten Mal weiter mit dem Kotflügel. Den muss ich schweißen. Da muss EP-Füller drauf. Und. Ja, das wird so das sein, worum es in der nächsten Zeit gehen wird. Also meine Lieben, ein wunderschönes Wochenende. Vergesst nicht, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne einen Kommentar da. Ich würde mich tierisch darüber freuen. Und an der Stelle, arrivederci.